Sydney. Hey Carl, na, alles klar bei dir? Ja, bis auf die Sauerei am anderen Ende des Ganges. Ah, der Cola-Automat mal wieder. Dafür bin ich ja da. Ich habe auch noch viel vor. Ich bin täglich in dieser Bücherei. Ich kenne nicht ein Buch, was hier steht. Sieh, was aus mir geworden ist. Ach, Carl. Jugendliche foltern und ermorden mindestens 15 Menschen. Täter Mike F. ist geistesgestört und nicht vernehmbar. Er wurde sofort in eine Psychiatrie eingewiesen. Ärzte sind ratlos. Folterbande wird wieder freigelassen. Aus Mangel an Beweisen muss die Staatsanwaltschaft... Wie lange brauchst du noch? Das dauert noch eine Weile. Tut mir leid. Am Samstag, da ist doch die Halloween Party. Ja, wenn du nicht kommst, nehmen sie das echt übel. Ich bin da. Jugendliche morden über Jahre hinweg. Skandalöser Freispruch im Fall der Folterbande. Raffaella K. soll erneut vor Gericht. Raffaella K. verweigert die Aussage. Raffaella K. Im Folterskandal, bei dem drei jugendliche Täter im Alter zwischen 22 und 25 Jahren in einem Keller Menschen zu Tode gequält haben, hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Hauptverdächtige, Raffaella K., behauptete jetzt in einem Verhör der Polizei, dass nicht sie die Täter gewesen sind, sondern dass sie ebenfalls zum Kreis der Opfer gehören. Der eigentliche Täter ist nach Aussage von Raffaella K. ein Mann, der bei seiner Tat eine Clownsmaske getragen haben soll. Die Polizei habe keine Beweise für die Beteiligung einer solchen Person sicherstellen können. Noch gab es Anzeichen für einen weiteren Täter. Auch Anwohner zeigen ihr Unverständnis über Raffaella K.'s neueste Behauptungen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht sollte die Polizei den Fall nochmal überprüfen. Ich meine, vielleicht spricht sie ja die Wahrheit. Ich denke, dass ihr uns diese Geschichte nur erzählt, weil ihr das Wasser bis zum Hals steht.
also in diesem Flügel haben wir sehr seltsame Fälle. Patienten, die als unheilbar gelten. Oh, sind diese Patienten gefährlich? Sie stellen enger eine Gefahr für sich selbst dar. Es gibt für Sie keine höhere Sicherheitsstufe. Sie dürfen sogar Besuch empfangen, was aber noch keiner von Ihnen erlebt hat. Ah, da wir gerade beim Thema sind, das ist einer unserer besten Sicherheitsmänner, Luis. Ehemaliger Polizeibeamter, seit 7 Jahren bei uns tätig. Guten Morgen. Und damit können wir gleich zu einem Patienten, der genauso lange wie Luis hier ist. Unser Mike. Der ist ja gar nicht gefesselt. Der Patient würde nicht einmal davonlaufen, wenn sie einen Stehabil hat. Was hat er denn da an seinen Fingern? Mike leidet an massiven Wahnvorstellungen. Er hat sich schon mehrfach versucht, die Augen auszukratzen. Also nur eine Gefahr für sich selbst. Jeder kennt die Geschichte. Die drei hatten einen Folterkeller und da haben sie, naja, Menschen gefoltert. Bereit? Komm. Sie wurden damals alle wieder freigelassen, oder? Was? Ja, aus Mangel an Beweisen. Und was machen Sie jetzt? Der eine ist in der Klapse gelandet und der andere hat sich erhangen, glaube ich. Und dann war da noch diese Frau. Oh ja. Ja, die lebt immer noch hier. Oben in dem Drecksviertel, wo keine Sau mehr wohnt. Früher war da richtig Terror. Aber jetzt sieht man sie kaum noch. Das ist aber nie, wie irgendwas von einem Clown erzählt hat, oder? Ja, genau. Und was ist da dran? Also mal ehrlich, doch absoluter Schwachsinn. Komm, Feier. Thank you.
freigesprochene Folterfrau wird vor eigener Wohnung angegriffen. Wut der Bevölkerung wächst. Raffaela K. verlangt eine bessere Untersuchung des Falls, beteuert weiter ihre Unschuld. Entschuldigung, Sydney, ist das Thema für deine Diplomarbeit? Ja, wieso? Naja, ich finde, du solltest das Thema nicht nehmen. Warum? Was ist denn verkehrt an dem Fall? Weißt du, über diese Sache sollte man hier wirklich nicht reden. Wieso? Nimm meinen Rat an und such dir ein anderes Thema, bitte. Das kannst du voll vergessen. Ich hänge eh schon weit hinterher mit der Zeit. Was ist denn so schlimm an dem Fall? Hör einfach auf mich. Der Täter ist gefasst und sitzt in einer Anstalt und wird sogar von einem ehemaligen Polizisten bewacht. Erzähl weiter. Sydney. Ja, schon gut, aber wenn ich jetzt nochmal anfange, ein neues Thema zu suchen, dann kann ich es auch gleich lassen. Du weißt also Bescheid über den Fall? Was ist mit dieser Raffaela? Ich habe mir ihren Lebenslauf angeschaut. Sie hat Journalismus studiert und war Beste ihres Jahrgangs. Sie sollte als Nachrichtenkorrespondentin aus der ganzen Welt berichten. Warum sollte sie dann hier anfangen, irgendwelche Menschen zu foltern? Das macht für mich keinen Sinn. Mach, was du willst. Von mir erfährst du nichts mehr. Ja? Sydney! Hast du nicht etwas vergessen? Oh, nein. Ich bin schon den ganzen Tag in der Bibliothek. Na ja, gut. Wir sehen uns ja morgen zur Halloween-Party. Zieh dir ja was Anständiges an. Bis dann. Raffaela? Gehen Sie! Lassen Sie mich in Ruhe! Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Gehen Sie weg oder ich rufe die Polizei. Ich arbeite an Ihrem Fall. Was genau meinen Sie damit? Ich schreibe eine Arbeit über Ihren Fall. Und ich möchte gern wissen, wie das damals war. Hallo, ich... Wie das damals war? Ja, was glauben Sie denn? Nun ja, ich... Was ist so interessant daran? Gehen Sie. Es gibt für Sie keinen Grund, hier zu sein. Was machen Sie mit dem Clown? Wissen Sie, es gibt für mich nur einen Grund, hier zu sein. Und das ist mein Freund. Ich habe ihn seit 7 Jahren nicht mehr gesehen, weil sie ihn in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und Sie haben ihn nie besucht? Es ist mir bis heute per Gerichtsbeschluss untersagt. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben. Nein, nicht für mich. Verstehen Sie, ich würde alles dafür geben, wenn ich ihn sehen könnte. Ich will ihn nur sehen. Also, naja. Tun Sie es? Bitte? Gehen Sie zu Mike und erzählen Sie mir, wie es ihm geht. Ich glaube nicht, dass das... Wenn Sie es tun, helfe ich Ihnen. Verdammte Scheiße.
Gehen Sie zu Mike und erzählen Sie mir, wie es ihm geht. Ich habe ihn seit 7 Jahren nicht mehr gesehen, weil Sie ihn in dieses Gefängnis gesteckt haben. Wenn Sie, ich würde alles dafür geben, wenn ich ihn sehen könnte. Ich will ihn nur sehen. Wenn Sie es tun, helfe ich Ihnen. Einen Arzt oder einen Verrückten? Wie bitte? Ach, egal, kleiner Scherz. Bitte füllen Sie das hier aus. Bitte schön. Alles klar? Das ist ja furchtbar aufregend hier. Du hast keine Ahnung, wie gut du es hier hast. Ja, vielleicht lasse ich mich ja einweisen. Am Ende ist es ja egal, in welcher Zelle ich hocke. Das sehe ich kein Problem. Sie können nicht zu ihm. Was ist denn das für ein Mist? Sie wollen also unseren Mike besuchen, wie? Ja. Nun verzeihen Sie, wenn ich frage, aber warum? Wieso? Ich verstehe nicht. Sind Sie eine Verwandte? Ich frage nur, weil es mich wundert. Was genau? Wissen Sie, wer dieser Mike ist? Hm? Wissen Sie, was er getan hat? Ja, ich weiß darüber Bescheid. Es ist nur so, bisher hat noch niemand diese Fried besuchen wollen. Genau gesagt, hat noch niemand von diesen Idioten in diesem speziellen Trakt Besuch bekommen. Nun ja, ich studiere forensische Psychologie. Forensische Psychologie? Sie wollen also den Leuten in den Kopf schauen, was? Glauben Sie mir, das ist der totale Schwachsinn. Niemand kann die Gedanken eines anderen lesen. Es geht dabei nicht um Gedanken. Natürlich! Wissen Sie, warum Sie diesen Freak besuchen dürfen? Hm? Weil Psychologen ihn als ungefährlich eingestuft haben. Er ist lediglich eine Gefahr für sich selbst. Ja. Schauen wir mal. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Hm? Keine Sorge, der Kerl ist voll mit Drogen. Den können Sie eine reinhauen. Der würde nicht mal zucken. Und fragen Sie ihn was. Mike, mein Name ist Sydney. Mensch, das Kind, das versteht ja kein Köter. Mike? Ich bin bei Raffaella gewesen und sie... Sache wird noch ein Nachspiel haben.
Ich bin sehr enttäuscht von dir. Du kannst froh sein, dass du überhaupt noch am Leben bist. Was hattest du da verloren? Es tut mir so leid. Ja, deine Diplomarbeit. Das ging wirklich zu weit. Ja, komm runter, alter Knacker. Sie hat es ja jetzt kapiert. Ich weiß. Ich habe Scheiße gebaut. Aber ich dachte wirklich, ich müsste dorthin. Ist jetzt auch egal. Ich werde nicht weitermachen. Das Thema ist eh im Arsch. Und irgendein neues werde ich schon finden. Das ist das Schlauste, was du heute getan hast. Ich bin dann mal wieder weg. Wir sehen uns. Ja, wir müssen dann auch los. Aber wir sehen uns ja übermorgen wieder. Bis dahin schiebe ich die Schicht im Kino allein. Oh, tut mir leid. Kriegst du das hin? Ich hol alles aus mir raus. Mach's gut. Hey, Sid. Happy Halloween. Scheiße! Ich kann mir schon denken, wer du bist. Und du hast ganz bestimmt noch ein paar kleine Volltrollen mitgebracht. Hab ich recht? Hör zu, Lukas. Zu leide, Happy Halloween und fick dich! Oh,
Was ist mit dir? Hast du eine Freundin? Was sagt denn der wilde Clown dazu? Entschuldigung, Sidney. Es ist Frank von der Polizei. Er hat noch ein paar Fragen an dich. Hallo, Sidney. Es geht um Jessica. Jessie? Wieso? Was ist mit ihr? Sie wird seit gestern Abend vermisst. Oh, naja. Wir waren gestern Abend verabredet und ich konnte mal wieder nicht. Sie wird ziemlich sauer sein und sie fährt öfters weg, wenn sie wütend ist, ohne jemandem Bescheid zu sagen, wo sie ist. Ich würde mir da erstmal keine Sorgen machen. Es gibt noch eine weitere verschwundene Person. Und einen möglichen Zusammenhang. Lucy ist auch verschwunden. So wie es aussieht, wurde sie gestern Abend im Kino überfallen. Es wurden Blutspuren entdeckt, die möglicherweise von ihr stammen. Was hat das zu bedeuten? Mike ist gestern Nacht aus der Anstalt geflohen. Lucy wurde 0.45 Uhr überfallen. Kurz nach dem letzten Film also. Jessica wurde laut Aussage der Barfrau auf der Halloween-Party gegen 1.30 Uhr in Begleitung einer männlichen Person gesehen. Sie konnte ihn allerdings nicht genau beschreiben. Er trug eine Clownsmaske. Ich weiß, dass du für deine Diplomarbeit an diesem Fall arbeitest, aber ich rate dir dringend, nicht mehr weiter zu recherchieren und Leute zu befragen. Wir kommen sicher nochmal auf dich zurück. Ja? Wirst du heute entlassen? Ja. Weißt du schon, wie du nach Hause kommst? Ich fahre sie. Ist mir egal, ich will nur noch nach Hause. Ich werde ab und zu mal vorbeikommen und nach dir schauen, okay? Das ist wirklich lieb von dir, aber nicht nötig. Ich komme schon zurecht. Wie du meinst, ich bin in der Nähe, wenn du mich brauchst. Danke für alles. Und denk an die Paparazzi. Die wissen doch gar nicht, wo ich wohne. Sei dir dessen mal nicht so sicher, vielleicht stehen sie schon vor deiner Tür. Verschwinden gehört und ich dachte, ich wusste nicht, wo ich sonst ist. Ich dachte, das ist in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, dass Sie da sind. Waren Sie bei ihm? Nein, ich durfte nicht zu ihm. Wieso? Ich meine, Sie haben doch gesagt, dass... Es tut mir leid. Hören Sie, wollen Sie nicht kurz mit reinkommen? Dann können Sie sich ein bisschen frisch machen. Ja, gut. Wie haben Sie mich eigentlich gefunden? Komm, Sidney, ich habe kurz eine Frage an Sie. Was ist denn eigentlich passiert? Ach, das ist nur ein kleiner Unfall. Also hier ist das Bad und wollen Sie vielleicht was zu trinken? Ja.
Das werden wir tun. Natürlich. Sache wird noch ein Nachspiel haben. Willkommen in der Scheiße! Alles ist eine Riesenscheiße. Was soll's? Es musste ja so kommen. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Das hätten wir nicht tun sollen. Diese verdammte Schlampe. Was hatte sie da verloren? Wegen dieser Hure verliere ich noch meinen Job. Hörst du? Ich meine, es muss was getan werden. So eine Kacke passiert nicht noch einmal. Ich meine, es muss was passieren. Alles war unter Kontrolle. Was? Ein Scheiß war alles. Ich rede von einer klaren Botschaft an die Menschen in dieser Stadt. Hörst du? Es ist wieder Zeit. Ich brauche dich jetzt. Findest du, es sollte enden? Findest du unsere gemeinsamen Momente nicht wert, dass man dafür tötet? Keiner wird uns hier unten finden. Wenn diese Menschen sterben, bleibt unsere kleine geheime Welt bestehen. Für immer. Gehen. Ja, das werden wir tun. Hallo Raffaela. Welch nette Überraschung. Du musst keine Angst haben. Ich werde dir diesmal keine Handschellen umlegen. Ich bin schon lange kein Polizist mehr. Und was damals war, ist doch längst Vergangenheit.
Hi Frank. Das solltest du dir ansehen. Wisst ihr schon etwas über diesen Mike? Wird Mike überhaupt gesucht? Natürlich wird er gesucht. Aber du glaubst nicht, dass er es war. Der Kerl ist nicht einmal in der Lage, sich aus seiner eigenen Scheiße zu erheben. Ich glaube nicht, dass er ausgebrochen ist. Niemand hat ihn geholt. Wir glauben, Louis war es. Louis? Er wurde vorgestern Nacht noch einmal in der Anstalt gesehen. Und das, obwohl er vom Dienst suspendiert ist. Louis? Wie kann das sein? Das wird sich noch herausstellen. Auf jeden Fall steht er jetzt ganz oben auf unserer Liste. Wir haben nur noch keine Anhaltspunkte, wo er sich aufhält. Ich glaube, da kann ich dir helfen. Ich heiße euch willkommen in meiner bescheidenen Verdammnis. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen, meine liebe Raffaela. Nach all dem Hass dieser Menschen in dieser Stadt bist du nun endlich zurückgekehrt. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass man euch für die Foltereien verantwortlich gemacht hat. Aber ich konnte ihn nicht einfach so da liegen lassen. Ja, sieh her, ja, ist es wirklich. Sieh nur, was ihr mit seinem Arm gemacht habt. Er sah so übel aus. So kaputt. Ihr habt ihn schlimm zugerichtet. Ich musste ihm helfen, auch wenn das meine Stelle bei der Polizei gekostet hat. Mach den Stuhl frei. Es geht weiter. Kannst du tun, was immer du willst. Hau ab! Was soll denn die Scheiße immer mit den Fingern? Du hässliche Mistgeburt von...
Scheiße, Dirk! Was? Was ist? Willst du mir was sagen? Oh, ich bin schon ganz so. Komm schon! Was willst du mir sagen? Was ist los mit dir? Hast du vergessen, wer du bist? Die Narben an unseren Schädeln. Weißt du nicht mehr, wofür die stehen? Und es hat sich nichts geändert. Du bist immer noch der einsame kleine Junge, den keiner sehen will, der sein Einzelzimmer nur mit einer Maske verlässt, weil die anderen Kinder ihn sonst hänseln. Es ist einfach zu viel schief gelaufen. Sie haben einfach zu viel Fehler gemacht. So eine Operation war damals etwas völlig Neues. Was uns eins verbunden hat, trennt uns heute von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Du hast niemanden, den du anbeten kannst. Nur mich. Verdammter Vollidiot! Du verdammter Idiot! Das wirst du doch bereuen! Das wird dir doch leid tun! Hilf mir verdammt noch mal auf! Behalte jemand sonst einen Bruder! Thank you.
mir antun, du kannst mir nichts mehr nehmen. Ich will deine Hände sehen! Was ist das für ein Freak? Sag doch mal! Nimm die Hände hinter den Kopf! Du sollst dich umdrehen, Mann!
Wie geht es dir? Es ist schön, dich zu sehen. Sie haben gesagt, dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass sie ihn dieses Mal erwischen. Dank dir. Aber das werden sie nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Weißt du, Louis war ein Psychopath, ein Sadist. Ich bin sehr froh, dass er tot ist. Er hat unseren Freund nicht gut behandelt. Bei mir geht es ihm jetzt besser. Endlich haben wir unsere Ruhe. Ich weiß, was mit dir passiert ist. Du hast ihn ohne Maske gesehen. Gott weiß, was jetzt in deinem Verstand vor sich geht. Aber hab keine Angst vor ihm. Nur vor seiner Maske. Right.
Gut.